Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei der nächsten Folge von Pro Cycling Manager 2017, beziehungsweise bei der ersten Folge. Ja, wir starten heute mit dem Team Austria Carson unser erstes Rennen, respektive mit Zachary Dempster, unserem australischen Fahrer, der früher für Bora unter Vertrag stand. Er wird heute mal das erste Rennen in Angriff nehmen. Fitness ist bei 90%, das ist sehr gut. Hügelwert ist leider sehr weit unten. Er ist eher so der Sprinter-Typ. Wir schauen mal ins Magazin. Sehen hier, dass die heutige Etappe über 160 Kilometer von Buninyong nach Buninyong führt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Mal denselben Hügel gilt zu bestreiten. Dieser 160,2 Kilometer lange hügelige Klassiker, in Anführungsstrichen, gehört zur Kategorie CN. 20 Teams, die aus je 8 Fahrern bestehen, treten heute gegeneinander an. Das stimmt nicht, denn es sind vielleicht 20 Teams, aber es fahren nur so viele Fahrer mit, wie das Team Australia hat. Interview mit Ewan. Mit welchen Zielen gehen Sie in das Rennen? Das ist eins meiner großen Ziele der Saison, auf das ich mich monatelang vorbereitet habe. Wenn ich nicht aufs Podium komme, ist das eine Katastrophe für mich. Hoppla, Entschuldigung, Geld an meinem Arm. Geil. Wer wird Ihr hartnäckigster Gegner? Viele Fahrer kämpfen um den Toursieg, aber Howard zählt meiner Meinung nach zu den schwersten Gegnern und er hat ein starkes Team. Okay. Die Strecke ist fast nie flach, weswegen die Hügelspezialisten, die sehr an Tempowechsel gewohnt sind, aber von diesem Terrain profitieren dürften. Die Favoriten bei dieser relativ flachen Zieleinfahrt dürfen wir Sprinter als Sieger leben, die einer Kletterei nicht abgeneigt sind. Also Michael Matthews, Simon Gerrans, dann haben wir hier Jake McCarthy, Nathan Haas, Caleb Ewan, Adam Jensen, also einige. Hier, die zeige ich euch auch mal, dass ihr die Werte mal gesehen habt. Boah, Gerrans ist echt in die Jahre gekommen. Zoomen auf Adam Hansen, Favorite Redaktion. Wer das Rennen gewinnen wird? Natürlich Hansen. Er hat sich langsam gesteigert und eine ganze Armada mitgebracht. Gut, wir haben das nicht. Wir werden nur mit Zachary Dempster ins Rennen gehen. Und ich werde euch mal den Ladescreen nehmen. Wir nehmen den Ladescreen mal mit, dass ihr ihn mal gesehen habt. Ich hoffe, es wird keine Schwierigkeiten geben. Ich hatte das nämlich zuletzt häufiger, dass Ladescreens zu Asynchronitäten geführt haben und drum werde ich gleich nochmal einen kurzen Synchrotest machen. Den schneide ich euch aber auf jeden Fall raus, dass ihr das nicht miterleben müsst. Also da habt ihr nochmal die Favoriten. Zachary Dempster zählt überhaupt nicht zu den Favoriten, definitiv nicht. Dafür ist er viel zu schwach. Gerade was Hügel angeht. 50 Fahrer fahren mit. Da unten sehen wir also Fahrtexturen 50 von 50. Weiß nicht, ob ihr den Ladescreen sehen werdet im Video, aber ich denke mal schon. Damit starten wir in das erste Rennen mit einer coolen Cutscene scheinbar. Die sind neu. Fancy schmancy. Man sieht zwar die Köpfe nicht, aber man sieht, dass Fahrradfahrer am Start stehen. Und Zachary Dempster ist also mit von der Partie. Und ja, ihr kennt den Scheiß. Es sieht alles ähnlich aus wie beim Pro Cycling Manager 16 und dennoch alles so neu. Neue Animationen. Auch die Grafik ist ein bisschen anders, finde ich. Und wir sind also mittendrin. Erstes Rennen der Saison. Und Dempster reiht sich hier gleich mal vorne mit ein, um auf alles reagieren zu können. Ich habe ja so eine ganz gewisse Taktik bei diesen australischen Meisterschaften. Ihr kennt sie mit Sicherheit. Und auch heute verfolgen wir sie. Nämlich, die Taktik lautet wie immer, die erste Gruppe, die muss unsere sein. Jetzt muss ich hier gerade meine Kamera ein bisschen nachjustieren. Ich glaube nämlich, meine Freundin hat da letztes Mal gespielt. Ein Rennen gefahren und direkt mal den Klassiker in Frankfurt gewonnen, den ich ja in meinen Let's Plays noch nie gewinnen konnte, weißt du? Weißt du, und sie spielt erstmal Pro Cycling Manager, ja, direkt mal Easy Win, kein Problem. Und ich denke nur so, Alter, dein Ernst? Habt ihr die Animation gesehen von Elliot gerade? Ziemlich cool, der hat den anderen da bedeutet, ey Jungs, wir müssen hier zusammenfahren, dann können wir wegkommen. Und genau so ist es. Hinten im Feld wird ein bisschen, werden jetzt die Füße ein bisschen hochgelegt. Oder hochgenommen, oder wie auch immer man es sagen möchte. Und deshalb jetzt mal freie Fahrt für diese 7-Mann-köpfige Spitzengruppe. Und wir gehen sie natürlich wieder durch. Wir haben Scotson mit dabei von der BMC-Mannschaft. Clark von United Healthcare. Elliot ist mit dabei von, schauen wir mal ganz kurz, was ist das für eine Mannschaft? Hier,
ISO Way Sports Swiss Wellness. Dann haben wir Boys mit dabei von The Mannschaft. Was ist das? Kuwait, glaube ich. Ist das Kuwait? Das müsste, ja, genau, Kuwait. Dann Pain von, ich kenne die Teams echt gut, von Drapac. Die Drittliga-Drapac-Mannschaft. Und Watson ist das da. Ne, die kenne ich. Das ist diese irische Mannschaft. Name vergessen. Aqua Blue Sport, genau. Okay, das ist also die Mannschaft. Warum ist die Musik aus? Sie hat einfach keinen Bock mehr. Finde ich schade. Konnte man die nicht manuell irgendwo noch einstellen? Ja, egal. Musik ist irgendwie aus. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ein Bug. Weiß ich nicht. Egal. Dann fahren wir hier ohne Musik. Oder ich füge sie im Nachhinein noch ein. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt. Ha. So, ich mache es mal wieder an. Klappt das? Nö, ne? Schade. Na gut. Ist halt jetzt erstmal aus. Ich werde mal gucken, ob ich das irgendwie in der nächsten Folge fixen kann. Auf jeden Fall sind wir in der Spitzengruppe. In der Gruppe des Tages gelandet. Mit Zachary Dempster, unserem Sprinter. Dem einzigen Australier im Team. Und wir können ja gerade mal die Chance nutzen, unser Trikot ein bisschen anzusehen. Weil das durften wir ja noch nie im Einsatz sehen. Auch da wieder neue Animation, wie er da den Ellenbogen ausfährt, um zu sagen, hey, geh auch mal in die Führung. Ich mache hier nicht alles alleine. Sehr, sehr cool. So, jetzt haben wir hier... Aha. Austria Car steht hier auf dem Trikot. Auch wenn die Mannschaft jetzt wieder Austria Cars heißt. Aber eigentlich heißt sie ja Austria Car. Ich finde Austria Cars ist cooler. Habe ich das Team mal so umbenannt. Also ein ganz nettes Trikot. Schön in weiß gehalten mit grauen Akzenten. Passt. Hat was. Ist ganz gut. Und wir sind also mit von der Partie mit Dempster. Sind in der ersten Ausreisegruppe. Und zumindest war es früher war es oft so. Einfacher ist bereits zurückgefallen. Oh, der kann hier nicht mehr folgen. Wir haben hier noch einen weiteren Yates. Ist das... Der wird aber nicht verwandt sein, schätze ich mal. Und das Tempo hinten im Feld ist schon ziemlich hoch. Da müssen einige abreißen lassen. Und ich sage mal so, früher war es so, dass in australischen Meisterschaften nie viele Fahrer in einer Mannschaft zusammen waren. Das hat sich natürlich mittlerweile stark geändert, seit es zum Beispiel Orica Green Edge gibt, die ja jetzt Orica Scott heißen, zwischendurch mal Orica Bike Exchange. Seit es die gibt, hat sich das natürlich sehr stark geändert. Es gibt viel mehr Fahrer mittlerweile, die jetzt in einem Team fahren aus Australien. Das ist natürlich bei solchen Landesmeisterschaften sehr, sehr wichtig. Denn wenn du drei Australier hast, die in einem Team fahren, dann ist natürlich die Chance, dass sie sich gegenseitig unterstützen können, viel, viel größer, als wenn du nur einen hast oder vielleicht zwei. Und wir sehen ja auf der Karte, also hier Port, Dennis, Scottson sind hier in einer Mannschaft. Und Richie Port und Warren Dennis haben gleich mal Nummer sicher, ne? Scottson hier mit reingeschickt. Der also ein bisschen auf die Gruppe aufpassen soll, sollte die zu weit wegkommen. Sieht aber momentan nicht danach aus. Dann haben wir Michael Matthews zusammen mit Hamilton. Das ist auch eine kleine Gruppe. Dann Nathan Haas, Lachlan Morton, O'Connor und Renshaw. Für die Mannschaft der Mansion Data. Und dann haben wir eben Orica Scott, die hier mit einer kompletten Einheit am Start sind. Garen, Stocker, Durbridge, Edmondson, Ewan, High oder Hay, Heyman und Dawson. Lotto Sudal auch nur mit einem Fahrer vertreten, genauso wie Movistar. Da haben wir hier noch mit Iso und Drapac zwei Mannschaften, die komplett am Start stehen. Also es ist dann doch noch ein bisschen so wie früher, nur halt Orica sticht so ein bisschen raus, aber als es die noch nicht gab, ihr könnt es euch vorstellen, da war es hier halt wirklich so, wenn du in die erste Gruppe kamst, dann warst du in der ersten Gruppe und dann, dann klappt das auch, ja. Warum machen jetzt manche keine Führungsarbeit, verstehe ich nicht. An uns liegt es diesmal scheinbar nicht, dennoch ist die Gruppe ein bisschen unruhig. Und es sind noch 107 Kilometer bis ins Ziel. Der Anstieg muss jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal befahren werden. Und der Vorsprung vor dem Feld ist einfach so gering, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Gruppe wirklich durchkommt. Es gibt auch immer wieder Angriffe. Kann mir nicht vorstellen, woher die rühren, ehrlich gesagt. Weil Dempster macht seine Führungsarbeit normal. Und so hoch ist das Tempo jetzt auch nicht, dass man sagen würde, ja, geht gar nicht.
Ja gut, jetzt kann Dempster nicht so ganz folgen. Aber das Feld bläst auch hier ordentlich zur Aufholjagd, muss man sagen. Mit, vor allen Dingen mit Hamilton für Michael Matthews, der sich schon ziemlich weit vorne im Feld bewegt, finde ich. Also das ist schon sehr, sehr optimistisch, was Matthews da betreibt. Aber okay. Und vorne wird jetzt richtig Dampf gegeben in der Gruppe. Und jetzt kann ich mir auch vorstellen, ja, siehst du, weil Dempster jetzt eben nicht mehr die Führungsarbeit leistet, dass es langsam zu Zickereien kommen kann. Aber gut, dann müssen wir ihn halt nach vorne schicken. Müssen zeigen, hey Jungs, wir machen ja die Führungsarbeit. Alles kein Problem. Take it easy. Und dann sollte die Gruppe auch wieder funktionieren. Also die KI soll ein bisschen angepasst worden sein im neuen PCM. Zumindest das Zicken ist gleich geblieben. Das ist schon länger mir ein Dorn im Auge. Und die neuen Animationen sind sehr cool. Machen das Leben beweglicher, lebendiger vor allen Dingen. Ist ganz cool, dass er anzeigt, hey, mit dem Ellenbogen, mit dem Zucken aus dem Ellenbogen raus, ey, fahr mal vor. Das ist ganz nett. Und dass sie es nicht immer machen, ist auch wiederum nett, weil dann wird es wieder unauthentisch wirken. Also, ganz, ganz cool. So, 73 Kilometer noch bis ins Ziel. Dempster sieht noch ordentlich aus. Die Ausdauer ist halt schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Die ist fast noch bei der Hälfte ungefähr. Also, das ist nicht so geil. Aber bleibt halt nicht aus bei einem so hohen Renntempo. Und das Feld jagt uns ja nach wie vor hinterher. 3 Minuten, 3,5 Minuten sind es jetzt schon. Aber so wie es aussieht, ist Hamilton hier der Einzige, der so wirklich das Tempo macht für seinen Kapitän, für Michael Matthews von der Sunweb-Mannschaft. Und das sind ja auch die einzigen beiden, die aus dieser Mannschaft mit dabei sind. Also eigentlich wäre es mal an der Zeit für Orica zu sagen, hey, wir nehmen das Ganze in die Hand. Stattdessen macht jetzt McCarthy das Tempo. Und der ist hier alleine am Start für die Mannschaft Bora. Also das ist schon ein ziemliches, ja, komisches Verhalten, muss man sagen. Aber es sieht ganz okay aus für die Gruppe. Der Abstand ist jetzt nicht mega groß. 3 Minuten nach wie vor. Das ist 60 Kilometer vor dem Ziel. Natürlich extrem wenig. Aber auf der anderen Seite, wenn die da hinten weiterhin so rumturteln und nichts geschissen bekommen, auf Deutsch gesagt, dann kann hier auch noch mehr gehen. Jetzt ist wieder Hamilton vorne. Von Orica nichts zu sehen. Haben zwar viele Männer in der ersten Gruppe, in der ersten großen Gruppe, aber wenn die kein Tempo machen, tja, dann wird es auch nichts. So, Dempster holt sich gerade nochmal eine neue Trinkflasche. Noch ist die Gruppe intakt, noch harmoniert die Gruppe einigermaßen. 52,6 Kilometer sind es weiterhin. 4 Minuten Vorsprung haben sie jetzt. Und jetzt wird der Vorsprung ein bisschen kleiner, zumindest für einen kurzen Moment. Und weiterhin ist es Hamilton, der die ganze Arbeit macht, an dem die ganze Arbeit hier hängen bleibt. Mal gucken, vielleicht kommt die Gruppe ja durch. Wie sind die Leute denn hier im Hügel? Watson ist ganz okay, ganz okay. Ja, Clark wird wohl der gefährlichste Mann sein, was den Hügel angeht. Ansonsten sind wirklich alle nicht sehr gut und auch Dempster dürfte damit den meisten mitfahren können, wenn es in die hügeligen Regionen geht. Jetzt allerdings, ah, jetzt macht Michael Matthews selbst das Tempo, versucht hier die Ausreißer einzuholen. Also das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Denn er, ja, er ist der Kapitän seiner Mannschaft. Und wenn er sich jetzt schon aufreibt, um die Ausreißer einzuholen, dann wird er im Finale mit Sicherheit kein großes Wörtchen mehr mitzusprechen haben. Noch dreimal muss der Hügel überfahren werden. 43 Kilometer vor dem Ziel befinden wir uns. Ich wollte einen Synchrotest machen. Den habe ich vergessen. Naja. Wird schon auch so irgendwie gehen, hoffe ich mal. 2 Minuten 12. Also das Feld macht jetzt dann doch Boden gut. Und jetzt sind es die Kapitäne tatsächlich, die das Tempo vorgeben. Michael Matthews, Jarrens und auch McCarthy von BMC. Natürlich nichts zu sehen, denn die haben ja vorne einen in der Gruppe. Nämlich Scottson. Und werden deshalb sagen, hey Jungs, wenn ihr die einholen wollt, dann macht mal. Uns interessiert das allerdings nicht, denn wir haben einen vorne drin, der kann das Rennen entscheiden. Ja. Der kann hier australischer Meister werden, wie es ja auch in echt geworden ist. Habe ihn letztens mal bei der Route du Sud gesehen. Da ist er australischer Meister geworden. Vielmehr als australischer Meister in der Spitzengruppe gefahren, so rum.
Und jetzt mal schauen. 35 Kilometer sind es noch. 1,30 beträgt noch der Vorsprung von uns, von der Spitzengruppe. Aber das Tempo hier hinten ist unglaublich hoch. 36 Fahrer sind noch drin. Zahl, ja, ganz stark nach unten tendierend. Schon sind es noch 29. Nur noch zweimal ist der Hügel zu überfahren. Dempster fährt noch ordentlich mit. Holt nochmal ein Fläschchen. Und dann geht's weiter. Knapp 2 Minuten. 30 Kilometer Marke ist bereits erreicht. Also es nähert sich jetzt doch alles so ein bisschen dem Ziel entgegen. Und wir können gespannt sein. Es sieht nicht so schlecht aus für Dempster. Aber das Feld macht jetzt halt schon Druck. Und so Leute wie Matthews, wie Jarens und so weiter, die können halt schon was. Ja, jetzt wird wieder rumgezickt. Wir würden zu wenig Tempo machen. Okay, haben uns jetzt auch ein bisschen drum gedrückt. Muss man definitiv sagen. Jetzt machen wir aber mal wieder richtig Dampf hier vorne. 1 Minute noch. Und jetzt greift Clark an. Clark greift an und Dempster versucht mitzugehen. Und das natürlich ist extrem anstrengend, aber er schlägt sich hier ganz ordentlich bislang. Zachary Dempster. Macht er gut. Jetzt sind es nur noch 3, die vorne fahren. Elliott kann noch mithalten. Dempster und eben dieser Clark, der sehr gut am Hügel ist. 40 Sekunden verbleiben vor dem Feld, das hier hinten schon ran naht. Das ist sehr, sehr schwierig. Und jetzt nochmal die Attacke von Clark. Dempster versucht wieder die Lücke zu schließen, wird jetzt aber schon eng mit der Kraft. Kann da nicht mehr folgen. Und jetzt kommen die großen Namen. Jetzt kommen Rohan Dennis und Co. Aber wenn er sich hier über den Hügel noch quälen kann, ja, dann kann er vielleicht in der Abfahrt genug regenerieren, um den letzten Hügel nochmal hochzudrücken. Wäre gut, wenn er nochmal auf Clark auffahren könnte. Aber da sieht es ehrlich gesagt nicht danach aus. Na komm. Lass dich einholen, Zachary. Das hat hier keinen Wert. Und dann schau mal, dass du dich hier irgendwo dranhängst, wo es gut ist. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Definitiv ein schwieriges Rennen. Und ja, eigentlich ist jetzt auch schon so gut wie gelaufen. Ewan ist mal das Hinterrad, dann lassen wir uns hängen. Ja, Warren Dennis ist jetzt aktuell der Einzige, der hier scheinbar seine Führungsarbeit macht und versucht, Clark einzuholen. Einmal geht es noch über den Hügel. Einmal noch bergauf. Clark wird eingeholt, schade. Engagierter Vorstoß. Er war der Stärkste aus der Gruppe, aber dennoch nicht australischer Meister. Das wird einer aus dieser großen Gruppe, die jetzt noch 21 Fahrer umfasst. Und die großen Namen, über die wir uns unterhalten haben vor dem Rennen, sind noch mit dabei. Richie Port zum Beispiel, von dem durchaus noch eine Attacke zu erwarten ist. Adam Hansen, auch er ist noch mit dabei. Auch Lee Howard, von dem geredet wurde, fährt hier noch mit. Durbridge, ebenfalls mit dabei. Und jetzt aufgepasst, da kommt Richie Port nach vorne. Wenn der das Tempo macht, dann bleibt für gewöhnlich kein Auge trocken. Zumindest nicht, wenn es bergauf geht. Aber Dempster fährt hier nach wie vor gut mit. Muss man ihm einfach mal so lassen. Und hält hier bei den Größten mit. Wenn jetzt keine harte Attacke kommt, kann der vielleicht wirklich noch um den Sieg mitsprinten. Also es ist schon sehr, sehr geil, was Zachary Dempster hier fährt. Und jetzt kommt eben diese Attacke. Und Sunderland, der muss da hinterher, macht's aber nicht. Und dann fährt Dempster halt selbst weg. Versucht es zumindest, die anderen hier abzuhängen. Aber der hat kaum noch Kraftreserven. Der hat hier kaum noch Kraftreserven. Ah. Ja, der hat hier wirklich kaum noch Kraft. Jetzt die Attacke vor allen Dingen, die hat nochmal richtig Kräfte gezerrt. Und jetzt wird er wahrscheinlich auch nicht mehr großartig sparen können, denn jetzt geht's hier Vollgas in die letzten Kilometer. Haig ist hier unterwegs, an den hat er sich geheftet, 1,7 Kilometer.
Geh nochmal rein in den Windschatten. Vielleicht geht da ja noch was. Und jetzt geht's los, aber da ist die Kraft nicht mehr da. Vorne holt sich Richie Porte den Sieg. Dempster allerdings kommt auf einem guten Platz ins Ziel. Vorne mit dabei auf jeden Fall in diesem ersten Rennen. Schafft das in die Top 10? Jawohl, Achter wird er. Ist okay. Ist okay. Platz 8 also für Zachary Dempster hier aus unserer Mannschaft. Es ist okay. Es wäre definitiv mehr drin gewesen. Vielleicht hätten wir die letzte Attacke nicht mehr kontern sollen. Das war wahrscheinlich ein bisschen zu viel des Guten. Aber mein Gott, auf der anderen Seite sieht man ja auch Richie Porte. Holt sich den Sieg, wird australischer Meister. Das heißt, es war schon die richtige Attacke, der wir hätten folgen müssen, um hier Meister zu werden. Hat nicht geklappt. Und da wir hier entweder, also bei den nationalen Meisterschaften, bin ich ganz ehrlich, da fahre ich entweder auf das Trikot, auf das Nationalmeisterschaftstrikot, also auf Sieg oder gar nicht. Und das war definitiv okay. Richie Porte gewinnt also die australischen Meisterschaften von Nathan Hearth und Caleb Ewan. Vierter wird Heinrich Hauser, gefolgt von Jack Haig, dann Lee Howard, Damien Housen, Zachary Dempster, Roy Sutherland und Lachlan Norris von United Healthcare. Das also die Top 10 bei diesem Rennen. Teamwertung, ja, wen es interessiert, sage ich mal, ne? Orica Scott gewinnt die, wenig überraschend. Und da haben wir auch die Musik wieder. Ja, also Platz 8 für Dempster. Ist okay, ist definitiv okay. Und würde ich sagen, das war ein ordentliches erstes Rennen, definitiv. Und ich freue mich drauf, ins nächste Rennen einzusteigen. Das wird dann die Vuelta Ciclista de San Juan. Wir schauen sie uns gerade mal an. 7 Etappen sind's. Erste Etappe flach, dann eine ziemlich anspruchsvolle hügelige, eine flache, eine bergige, ein Zeitfahren, noch ein Berg und dann nochmal eine flache Etappe. Also eine richtig schöne Rundfahrt, um in die Saison reinzukommen. Zwischendurch werden wir dann auch noch die Vuelta Ciclista Mallorca fahren, die auch sehr interessant ist. Und dann würde ich sagen, starten wir mal richtig rein in dieses Play. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, euer Fritte. Ciao, ciao.